Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Ich bin es, Master Oof, und wir spielen zusammen Let's Play The Grand Effect Paradox. Jo, und was werden wir machen? Wir gehen schnurstracks zum Dungeon, nachdem ich nochmal kurz geschaut habe. Ich habe alles, ja? Gehen wir hier rein. Ja, das gönnen wir uns hier ordentlich. Mit Kuroi. Ja. Hey, Lord. Hey, Herr. Diesmal. I'm just some kid chosen by a machine. No need to call me Lord. Ich bin nur irgendein Kind, auserwählt durch die Maschine. Das ist nicht nötig, mich Lord Herr zu nennen. But the lottery machine of destiny chose you, so doesn't that mean you're God? Aber die Lotteriemaschine des Schicksals hat dich erwählt. So bedeutet das nicht, dass du Gott bist? Das sollte man meinen. Whatever. Not like I can tell them everything I heard from that annoying creator guy. Was auch immer. Nicht, dass ich ihnen irgendwas erzählen könnte über das, was ich von diesem nervenden Schöpfer ertücken gehört habe. Anyway, who chose the wish? I got a weird phone call, and that person transferred me up here. Nebenbei, wer hat diesen Wunsch gewählt? Ich habe einen seltsamen Telefonanruf erhalten und diese Person transferierte mich hier nach oben. Hallo? What did they sound like? wie hat sie geklungen? Ja. It was a girl's voice. Well, a woman's. She was really friendly and energetic. She was all like, hey, hey. Es war die Stimme eines Mädchens, nun eine Frauenstimme. Sie war wirklich freundlich und energisch. Sie war wie, hey, hey. What the? Hey, hey. Could that have been Misael? That would complement the theory that the machine was searching for a wish on its own. Könnte das Misael gewesen sein? Das würde die Theorie komplettieren, dass die Maschine gesucht hat nach einem Wunsch alleine. Seriously? Misael ist her, right? But she's already... Ernsthaft? Misael, ist sie in Ordnung? Aber sie ist bereits... I don't know what you're talking about, but who's this Misael person? Ich weiß nicht, über was ihr redet, aber wer ist diese Misael-Person? Misael? Oh mein Gott, nerviger Name. Misael Sayanji, the angel who created the Fate Revolution Circuit. Misael Sayanji, der Engel, der den Schicksalsrevolutionskreis erschaffen hat. Oh, now I remember. So what's the big deal? Oh, jetzt erinnere ich mich. So, was ist die große Sache daran, also? Misael has been dead for a long time. Misael ist tot seit einer langen Zeit. Huh? Whoa, come on, that's pretty freaky. Don't tell me she called my cell phone from the spirit world. Wow, komm schon, das ist ziemlich freaky. Erzähl mir nicht, sie hat mein Handy angerufen von der Geisterwelt. We know as much about the situation as you, but it is a fact that the machine is running. All that remains is for you to enter. Wir wissen so viel über die Situation wie du, aber es ist Fakt, dass die Maschine läuft. Alles, was verbleibt, ist, dass du eintrittst. To solve this paranormal mystery, I need to go in there, huh? Oh. So where's Lilio? Um dieses paranormale Mysterium zu lösen, ich muss da reingehen, hä? Wo ist Lilio? Don't bother. She's so spaced out that no matter what we ask her, she won't respond. Das sollte dich nicht stören oder so. Sie ist so ausgetickt, sagen wir, aber egal wer sie gefragt hat, sie hat nicht geantwortet. I see. Ich verstehe. Ja, how will you proceed? You cannot go without Liliel, can you? Wie willst du fortschreiten? Du kannst nicht gehen ohne Liliel, oder?
If you ask it of me, I will gladly drag her out here by force. Wenn du mich bittest, ich werde sie gladly. Ich würde sie erfreut hierher ziehen durch Gewalt. Raquel, don't say stuff like that. Raquel, sag nicht solches Zeugs. Fine. Do as you like. In Ordnung. Tu wie ihr möchtet. Oh, der verabschiedet sich schnell. I'll be fine, Kuroiel. No matter the situation, I just have to keep going. Even if that means leaving Liliel behind. Ich bin in Ordnung, Kuroiel. Egal, wie die Situation ist, ich habe fortzuschreiten. Selbst wenn das bedeutet, Liliel zurückzulassen. Understood. We're good to go then. You ready, Lord? Verstanden. Wir sind bereit zu gehen dann. Seid ihr bereit, Herr? Ja, das bin ich. Yeah, I am. I've said it countless times, but even if I'm not ready, there's no choice but to go. Ja, das bin ich. Ich habe es unzählige Male gesagt, aber... selbst wenn ich nicht bereit wäre, ich habe keine Wahl, als zu gehen. Lord, will you really be okay without Liliel? Herr, wirst du wirklich okay sein ohne Liliel? Yeah, I'll be fine. If I depend on her forever, I won't be able to look as cool. Ja, ich werde in Ordnung sein, wenn ich mich auf sie verlasse für immer. Ich werde mir nicht möglich sein, cool auszusehen. Got it. This is fine then. Verstanden. Das ist in Ordnung dann. Not like I can freak out in front of you all, especially when Raquel was taunting how I can't do anything without her. Nicht, dass ich was ausflippen könnte vor ihr. Vor euch allen, besonders wenn Raquel mich taunting, ich weiß gerade nicht mehr, mich vielleicht damit neckt, dass ich ohne sie nichts tun könnte. You're definitely a boy, Lord. Okay, I'll help transfer you into the machine. Du bist definitiv ein Junge, Herr. Okay, ich werde dir helfen, dich in die Maschine zu transferieren. Dann gehen wir mal. Gehen wir ohne sie jetzt? Gehen wir ganz alleine? Oh Mann, ich dachte, sie kommt mit. Ich habe sie extra ausgeskillt. Verdammt. Dann nicht, dann ohne sie. Huh? What happened? Did the transfer fail? Hä? Was ist passiert? Ging der Transfer schief? Hey, hey, Renya. This is the first time you've seen me in this form, huh? Do you know who I am? Hey, hey, Renya, das ist das erste Mal, dass du mich in dieser Form siehst, hä? Weißt du, wer ich bin? I recognize the voice at least. You're the one who called me, right? Ich erinnere mich an die Stimme zumindest. Du bist diejenige, die mich angerufen hat, richtig? Bingo! But at the same time, nope. Bingo, aber zur selben Zeit, nope. Verwirrend, oder? Ahem. Formal registration of new primary field. Confirmed. Formelle Registrierung der neuen primären Fields kommen bestätigt. Remember something like that? That was also me. Erinnerst du dich an so etwas? Das war auch ich. Ja, okay. Yeah. I've heard that voice before. So it wasn't my imagination. Ja, ich hörte diese Stimme zuvor. So, es war nicht nur meine Einbildung. Nope. Well, pleased to meet you, Renya Kagurazaka. I'm Misael Sayanji, a former angel. Nope. Erfreut dich kennenzulernen oder dich zu treffen, Renya Kagurazaka. Ich bin Misael Sayanji, ein ehemaliger Engel. You really are her, but I heard Misael died. Du bist sie wirklich, aber ich hörte, Misael starb. Yeah, a long time ago. Ja, eine lange Zeit zuvor. Oder vor einer langen Zeit. Ghost! What the? Ghost!
Oh, das war laut. You're silly. Haven't you already seen stuff like zombies and mermaids and whatnot? Du bist albern. Hast du nicht schon Zeug gesehen wie Zombies und Meerjungfrauen und was auch immer? Oder so eine Art? Huh? How do you know? Hä? Woher weißt du das? Well, to put it simply, I am one with the Fate Revolution Circuit. So I can see pretty much everything that happens in it. Nun, um es einfach zu sagen, ich bin eins mit dem Schicksalsrevolutionskreis. So, ich kann ziemlich alles sehen, was hier drin passiert. But you're dead. Aber du bist tot. Honestly, I can't say for sure whether or not I'm truly dead. It's kind of a vague feeling. Aufrichtig. Also wirklich, ich kann nicht sicher sagen, ob ich tot bin oder nicht. Oder ob ich wirklich tot bin. Es ist irgendwie ein vages Gefühl. I don't think that's a solid response. Ich denke nicht, dass das eine solide Antwort ist. I can't define my current existence, you see. If we just talk about my range of power while inside the machine, I'm sort of omnipotent. Ich kann nicht meine derzeitige Existenz definieren, verstehst du? Wenn wir reden über meine Reichweite der Kraft, während wir in der Maschine sind, ich bin irgendwie omnipotent, also allmächtig, überall einfach. Well, let's toss those complicated matters out the proverbial window for now. I need to tell you what I want from you. Nun, lass uns diesen komplizierten Grund aus der Pro. Ach Gott, keine Ahnung. Also, sie möchte das, was sie da besprechen, nicht in diesem Fenster da machen, wo sie gerade sind. Ich möchte dir erzählen, was ich von dir möchte. Nein, sie möchte einfach nur diese komplizierten Sachen erstmal beiseite schieben. So, tut mir leid. Und möchte jetzt erzählen, was sie von ihm möchte. After all, you're the only god that can grant my wish. Letztendlich, du bist der einzige Gott, der meinen Wunsch erfüllen kann. So, you're the believer this time? So, du bist der Gläubige dieses Mal? Sure am. My wish is going to use Celestia as its stage, too. Sicherlich. Mein Wunsch ist, Celestia als Bühne, also auch als Bühne zu benutzen. I'm gonna be fighting in Celestia? Give me a break. Ich soll in Celestia kämpfen? Gib mir eine Pause. I only have one simple wish, Lord. Slap that person across the face. Hard. Habe nur einen einfachen Wunsch, Herr. Ohrfeige diese Person über das Gesicht. Hart. Huh? Who's that person? Hä? Wer ist diese Person? How you wanna go about it is up to you. I just want it to be a real painful, sobering smack. Okay? It's all yours, Lord. Wie du fortschreitest, liegt an dir. Ich möchte nur, dass du einen wirklich schmerzhaften Schlag ausführst, okay? Es liegt alles an dir, Herr. Was für ein toller Wunsch. Hey, wait, Misael! I still have questions! Hey, warte, Misael! Ich habe immer noch Fragen. Sieht die Welt jetzt auch so aus? Das würde ihn hier interessieren. I never expected Celestia to turn into a battleground within the machine. It never ceases to surprise me. Ja, aber ich hätte niemals erwartet, dass Celestia sich in ein Schlachtfeld in der Maschine verwandelt. It's never a case to surprise me, was auch immer. Also es überrascht mich immer wieder. But seriously, that Misael woman. She could have given me a little better hint. Aber ernsthaft, diese Misael-Frau, sie hätte mir einen kleinen besseren Hinweis geben können. Slap that person? Who is she talking about? Diese Person ohrfeigen? Über wen hat sie gesprochen?
If that's how it is, maybe I should just start slapping everyone I meet, one after another. Wenn es so ist, vielleicht sollte ich aber jeden zu ohrfeigen, den ich treffe, einen nach dem anderen. Oh, geile Sache, ja, mach das, bitte, bitte! Man, complaining won't help. Man, sich beschweren wird nicht helfen. If only Liliel were here with me, maybe I really am lonely. Wenn nur Liliel hier mit mir wäre, vielleicht bin ich wirklich einsam. Ja, vielleicht. Lesson 8. Farewell to the past. Lektion 8. Auf Wiedersehen zu der Vergangenheit. Ja, so wird das so klingen. Okay, kein Engel kann dich begleiten. Traurig, aber wahr. Aha, und schaut mal, wer da unten ist. Ja, natürlich. Ich scheine in Gefahr zu sein. Also, gehen wir mal hierher. Oh nein, lass mich in Ruhe hier. Ich habe Level bekommen und schon sind die nicht mehr so nervig. Nochmal, Jump Drop. Und ich habe Kuroiel ausgerüstet. Toll, oder? Haha, ihr seid schwach. Und ich bin super stark. Oh! Was? Zahnräder, die sich bewegen? Naja, Tank Drop. Das ist ja geil, diese Welt. Tada, wir haben Tank MK2. Zack, und noch ein Toter. Oh! Die Bühne bewegt sich. Ach man, der ist nicht in Reichweite gewesen, hä? Aber der ist in Reichweite. So. Wir sammeln schön alles auf. Und, und tot. Eine verdammt coole Welt. Der flieht von mir, oder was? Nee, nee, nee. So einfach geht das hier nicht. Nein. Okay. Ja, danke. Verwirrende Welt auch. Haha, du konntest nicht fliehen. Ja, hier ist schon mal der Kreis. Aua. Naja, zumindest. Also bewegen sich hier nachher, also. Wow. Was für ein nerviger Dungeon. Haha, ich hab's auch hierher geschafft. Und noch mehr Gegner. Ja, das stimmt wohl. Nein. Da war doch ein Gegner hier irgendwo. So. Dann kommst du mir nicht. Ich hab bald schon nichts mehr, oder? An Sachen, die ich aufsammeln kann, Items. Ah, hier war ich auch noch nicht, oder? Also die Karte hilft mir hier irgendwie nicht ein bisschen. Doch, hilft mir schon ein bisschen. Hier war ich noch nicht. Und auch du bist Geschichte, mein Herr. So, es sieht so aus, als ob ich hier müsste. Okay. Ja. Ah, ja, schwächlichen Monster. Lol, das brauche ich nicht. Ich verstehe einfach diese Welt komplett nicht, aber. Wieso kriege ich hier Rank Wandzeugs? Weil die Gegner so schwach sind oder was? Habe ich jetzt jedes Stückchen? Ja, ich habe schon ein paar, so gut es geht, alles erkundet. Hier, warte, ich muss jetzt zu dem Schicksalsrevolution. Ich meine, zur nächsten Stage. Zum nächsten etwas. Da war doch hier irgendwo. Dachte ich zumindest. Ja, super, ich verbrauche hier gerade alles Mögliche. Hä? Wo war das hier der Weg zum. Ah, so, das wechselt auch immer wieder, oder wie? Ich verstehe es nicht. Wo ist jetzt der verdammte
Da oben scheinbar. Da, ich hab's gefunden. Nein. Ah, du nerviges Tank-Etwas. Stirb. So, ich hab dich gefunden, mein Herr. Komm wieder zu mir. Ja. Ja, haha, wir haben's geschafft. Diese Welt ist sehr kompliziert und nervig, aber ich hab's hier geschafft, geschafft und geschafft. Und wir sind hier jetzt so langsam angekommen. In der ersten Stage quasi. Also wir gehen jetzt zur zweiten natürlich, so wird's sein. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge sehen, denn es wird langsam Zeit aufzuhören. Ja, sonst, naja, wird's wieder viel zu lang und bla bla bla. Jedenfalls hat es mich gefreut, dass ihr dabei wart, dieses Spiel mit mir zusammen zu spielen, und wir werden erleben, was, naja, noch in den nächsten, was hier alles vor sich geht und wem wir eine reinhauen sollen, und ja, das alles in der nächsten Folge dann. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.